Drittschalldämmung, welche regenerativen Möglichkeiten gibt es? Du möchtest gerade eine Drittschalldämmung bei deinem Massivholzboden, bei deiner Holzbalkendecke oder bei deinem normalen Parkett. Welche nachhaltigen regenerativen Möglichkeiten gibt es, den Drittschall zu unterbinden? Auf was musst du achten? Welche geprüften und zugelassenen Aufbauten gibt es von uns? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Also bleib dran! Wie heißt es so schön, wer den Drittschall in den Griff bekommt, bekommt den Schall allgemein in den Griff. Ja, wenn wir von Schalldämmung reden, Schalldämmung ist immer sehr kompliziert, dann unterscheiden wir immer zwischen Raumschall und Drittschall. Und bereits gesagt, wer den Drittschall in den Griff bekommt, bekommt auch den Raumschall in den Griff, in der Regel. Wie macht man das? Was für alternative Möglichkeiten gibt es da? Zu jetzt 4 Möglichkeiten von uns. Wenn du dich für alternative Baukonzepte interessierst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, denn genau darum geht es auf diesem Kanal, alternative Baukonzepte. Nehmen wir an, du hast eine Holzbalkendecke und du möchtest da jetzt einen Massivholzboden drauflegen. Wenn du jetzt den Massivholzboden direkt auf die Holzbalken drauflegen würdest, dann würde sich der Drittschall ja direkt übertragen über die flankierenden Balken. Und du würdest unten alles hören, wenn oben jemand läuft. Das wollen wir nicht. Deswegen gibt es die Möglichkeit, Nummer 1, als erstes, macht zwischen die Balken S200 unsere Schaltung, legt die Balken ein Filzstreifen, ein Handfilzstreifen, 10 mm stark, zweifach, oder ein Kokosfaserstreifen, und dann legt ihr in die LLS 200 Schallschüttung, legt ihr in die Balken ein Rahmenholz rein und dieses Rahmenholz könnt ihr mit dem Fußboden dann verschrauben. Der Boden liegt aber auf dem Balken und da ist der Kokosfaserstreifen oder der Hanfstreifen drunter und so habt ihr eine Drittschallentkopplung. Möglichkeit Nummer 2, ihr habt eine plane Fläche, ihr legt eine Rahmenkonstruktion auf die plane Fläche und legt darunter einfach die Kokosfaserstreifen oder die Filzstreifen, dazwischen wieder LLS 200 und ihr verschraubt einfach ganz normal den Boden mit der Rahmenkonstruktion. Möglichkeit Nummer 3, wenn ihr ein Laminat, ein Klickparkett verlegt, was wir aber sowieso nicht empfehlen, aber falls ihr das vorhabt, dann könnt ihr einfach ein Hanfvlies drunter legen, das ist ca. 1 Meter breit, und rollt das aus und legt da dann euren Klickparkett rein. Möglichkeit Nummer 4, ihr habt einen planen Untergrund, zum Beispiel eine Kellerdecke oder eine Betondecke. Und klar, wenn es jetzt ein Keller ist, dann müsst ihr natürlich eine Horizontalsperre einbringen, dass keine Feuchtigkeit von unten nach oben kommt, ist klar. Aber nehmen wir an, ihr habt es schon gemacht. Dann gibt es einen super Aufbau von der Handfaserfabrik Uckermark. Ihr legt 7 cm LLS 200 unten rein, verdichtet das, stampft das runter, legt dann auf die erste Schicht 7 cm LLS 200, legt ihr die Rahmenhölzer rein, wo nachher der Boden drauf kommt, füllt den Zwischenraum wieder mit LLS 200, legt dann noch ein Rohkraftpapier vollflächig dazwischen und legt anschließend den Massivholzboden oben drauf und verschraubt den einfach mit der Konstruktion. Ein zugelassener und überprüfbarer Aufbau, der sehr gut funktioniert. Also unsere Drittschallentkopplung erfolgt immer mit einem natürlichen, nachhaltigen Material. Meistens sind das Handfilzstreifen, Kokosfaserstreifen, Fliese oder LLS 200. Wenn du dich für alternative Baukonzepte interessierst, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Lass uns gerne eine Frage da in die Kommentare, wenn du das willst. Weitere Videos wie immer findest du hier und hier. Ich wünsche euch alles Gute, euer Lukas vom Naturbaustoffhaus. Ciao, ciao.